Herzlich willkommen zu einem neuen Was? Video hier heute auf Was? unserem Was? Kanal. So, voll Wie und sehe ich denn aus? gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle 2 Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich ahne das Schlimmste. Du willst mich wieder mit irgendjemandem verkuppeln. Da ist bestimmt wieder irgendwas Blödes im Shop. Nein, Weiß nein, ich nein, nicht. nein, 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 wenn ich schon so bescheuert aussehe. Hallo. Nein, wenn ich schon so bescheuert aussehe. So, also lass mal in den Shop Wir gehen reingehen. Mal in den Shop. Und da haben wir ein neues Item, das Dantrad. Und dann haben wir hier den. Oh nein, die Panda-Beauftragte. Ich würde sagen, damit fangen wir auch bald schön an. Nein, nein, ich will. Hallo. Nein. Nein, geh weg da, das geh sieht weg, ich weg, geh weg, geh weg, geh weg, aus. Geh weg, Die geh weg. Ich war jetzt, Nein, oh, ja, nein, nein, ich bin weg. Nein, ja, nein, ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Guck. Nein, nein, ich mag Guck. Die überhaupt nicht. Mach die weg. Guck. Mach das weg. Mach das weg. Alter, Guck. Mach das weg. Du siehst so genauso aus. Nein. So, auf. Weiter geht's. Nein, Für nein, die Folge nein, siehst du nein, so nein, aus. nein, nein, nein. Oh, ich mag nicht so aussehen. Die sieht doof aus. Ja. Für 2000 V-Bucks auch noch. Sieht Aber für 2000 V-Bucks doof aussehen. Toll. Wie sehen meine Augen aus? Ja, so, also, für 2000 V-Bucks, die Was mit meinem linken Auge los? Die Panda-Beauftragte kriegt von mir 5 von 10. 5 von 10, von mir kriegt die 6 von 10. Finde ich schrecklich. 4,1. Du siehst heute mit genau sowas, aus, deine mit Augen sowas, auf, mit sowas sind. Willst du mich verkuppeln? Nee. Oh mein Gott. Nein, ich sage einfach nur, dass du ungefähr gleich aussiehst. Wie schrecklich sieht die aus. 4,125 für 112 Euro zum ersten Mal 19. Pfui. August 2018 Bäh. Bin ich vergrößert, 7 mal und 139 Euro ist. Bäh. Hallo Bär. Nein. Jingo Bang. Jingo Bang. So, ja, Jingo Bang, es kostet 1200 V-Bucks, so finde ich jetzt, kriegt von mir auch so 5 von 10. 5 von 10? Ja. Echt? Ja. Von mir kriegt die, ja... Finde die auch nicht so toll. Echt nicht? Nein. Okay, von mir kriegt die... Du hast sie nicht gerade drin. Aber ja, trotzdem, die kriegt von mir... Ja. Sie kriegt von mir trotzdem, sagen wir mal, 7 von 10. So hat eine Belohnung von 3,9355 bei 30 Wurzeln am 13. August 2018 im Shop gewesen, seitdem 7 mal und 47 gemeint ist. So, dann haben wir, da haben wir noch bestimmt, ist da noch irgendwas? Oder? Bär, ja. Ich weiß, Wukong! Der Bär. Nein, der macht die weg. Wukong, Wukong für 2000 V-Bucks, den finde ich eigentlich ganz cool, der kriegt von mir ein 9 von 10. 10 von 10. Ich habe den ja selbst 3,27 von 5 bei 59 Wurzeln, das war am 18.04.2018 im Schock gewesen, 20 mal und 31 Runners. Es gibt viele Leute, die den Wukong kack finden. Wahrscheinlich. Verstehe ich nicht so wirklich, aber gut. So, dann haben wir wieder diese ganzen Football-Skins, ja, haben wir gestern auch schon alles gehabt. Schon haben wir auch, oben rechts verlinkt in der Ecke. Ja. Dann kommen so, wir zu auch, das haben wir alles schon alles gehabt. Schon so, Expertin. Die Expertin, die Mathematikprofessorin, Expertin, wie auch immer, mit dem Lama hinten auf dem Apfel-Tablet. Dreh mal bitte um. Genau, zoom mal ran, da sieht man schön Lama. Ja, das Lama-Book, genau. Auch Techie genannt. Okay. Kriegt also von mir 5 von 10. 7 von 10. 4,07 von 5 bei 72 Wurzeln, das ist am 6. Januar 2019 im Schock gewesen, seit dem 11. Mal 144 Reminders. Dann kommen wir zu. Der Schrittwechsel, mega geil. Da haben wir auch ein Video oben in der rechten Ecke verlinkt. Bin ich mir ziemlich sicher, müssten wir was haben. 500 V-Bucks, glaube ich, hat Spaß gemacht. Ja. Ja, stimmt. Ja, kriegt von mir 10 von 10. Auch. Ne, 11 von 10 sogar von mir. Mega geil das Teil. Also sorry, aber Schrittwechsel ist mega geil. Mega geil. 3,84 von 5 bei 25 Wurzeln ist am 16. April 2019 ein Schock gewesen. 7 mal und 27 Runners, das verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber naja. Lufthorn. Also Lufthorn. Oh, schrecklich. Ich gehe mit denen übrigens kaufen, weil das ist einfach zu geil. Damals fand ich den gar nicht so geil, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Aber ich gehe mir den auf jeden Fall kaufen. Lufthorn. Airhorn. 4,08 von 5. Jetzt haben wir einfach mal so die Benotung vorgelesen, aber ich finde es sowieso einfach mal cool. Krieg von mir 8 von 10 von dir? Von mir ist Lufthorn 0 von 10, weil es einfach nur mega nervig ist.
Hat eine Benotung von 4,0 auf dem 5 bei 13 Votes und am 4. Februar 2019 Schock gewesen, seit dem 6 Mal und 15 Reminders. Hä? Du wurdest beschenkt. Tigi! Dankeschön! Also musst du deine V-Bucks noch zusammenbekommen für den X-Battle Pass. Krieg ich. Okay. Gut. Danke gleich! Ja, mega geil! Dann so. Kommen wir zum, was? Jetzt haben die sich getauscht. Jetzt kommen wir zum Matchball. Matchball, Tennisspielerin, Fahrstuhl V-Bucks kriegt von mir 5 von 10. 2 von 5 bei 3, 16 Votes, also am 1. Juli 2019 Schock gewesen, dann 3 Mal und 8 Reminders. Ein Fraktalpunkt. Habe ich jetzt eigentlich unseren Ding drin gehabt? Was denn? Nein! Unterstützer und Creator ist noch drin? Oh nein. Nein! Der Gleich, sehr guter Gleich. Nein, ich Idiot. Sehr guter Gleich. Warum mal? Leute, nein. Wenn nicht mal der eigene YouTuber seinen Creator-Code drin hat, was ist das nein. denn? Ich habe meinen Creator-Code natürlich immer drin. Immer. Nein! Leute, beste Entscheidung. Beste Entscheidung. Nein, ich Idiot. Sorry, oh mein Gott. Ist nicht dein Ernst, das der Gleich. Doch, okay. Oh Mann. Egal. Heute ist übrigens Fortnite richtig geil geworden. Die Combat ist draußen an alle Spiele, die immer mit der Combat gespielt haben. Die Combat ist weg. Ja, ich habe die Combat geliebt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist auch mal schön, mal wieder bei jemandem landen. Na gut, vorhin bin ich auch aus der Luft geholt worden. Ein paar Mal. Aber nicht wenigstens nicht mit der Combat. Mit der Combat irgendwo bei einem zu landen, war ja der Horror. So, also weiter geht's. Nein, nicht mit der Combat bei jemandem zu landen, war der Horror, sondern bei jemandem zu landen, der eine Combat hatte. Genau, so. Sonnenspross hast du doch auch. Und ja. Also ich kann mir das, also ich passt weiß eigentlich nicht, ich finde den 5 von 10. 5 von 10 nur? Ja. 8 von 10. Ja. 3,59 von 5 bei 22 Votes und am 6. März 2019 ein Schock gewesen, den 4 mal 14 Reminders. So. Und damit war es das von dem Shop. Jetzt bewerten wir den Shop. Nein! Achso, erstmal halt, wir haben noch das neue Item. Motorrüpel, der Rüpel. So, jetzt zoomen Sie mal an den Motorrüpel ran, bitte. Ja, soll ich machen? Wissen Sie, Herr, sofort an was mich das Iron Man. Transformers, Bumblebee. Also so eine Mischung aus Iron Man, Transformers, Bumblebee und Flickflack. Stimmt. Deswegen ist es ja auch ein Motorrad. An alle, die Flickflack nicht kennen, das ist ein Zirkus. Mega krass. Mega geil, da waren wir schon gewesen, das ist extrem geil. Also ich bin eigentlich sehr oft schon dort gewesen und ich war auch damals mit dabei, also in dieser Kugel da, der Todeskugel, den Weltrekord damals ich bin der Tiger auf einmal. Oh Gott, Hilfe, ich bin der Panda. So. Also damals den Weltrekord aufgestellt haben, mit den meisten Motorrädern in einer Kugel drin. Das ist richtig krank. Also, machen immer wieder geile Aktionen, kann ich nur im wärmstens empfehlen, Flickflack, und die sehen dann genauso geil aus als kriegt von mir 8 von 10. Motorradfahrer. Einfach. Ja, kriegt von mir auch 8 von 10. 6 Reminders einfach nur. Biker, so, dreh Rucksack. Den mal, hat er noch irgendwas? Zeig mal den Helm von hinten oben. Geh mal oben ran. Okay, alles klar. Also sieht auf jeden Fall cool aus. Biker-Rucksack, ja, den finde ich jetzt nicht ganz so toll. 5 kriegt von mir auch nur 5 von 10. Ein Reminder. Und dann haben wir das Stuntrad, das ist, ja gut, das ist ja eigentlich, wie heißt das andere Ding nochmal? Ich weiß nicht, Cyclone. Cyclone, genau. Ja. Und, aber finde ich, sieht in der Farbkombination ganz gut aus. Ja, auch auf jeden Fall 9 von 10. 2 Reminders, jetzt bewerten wir den Shop. Und ich sage, der Shop ist geil. Also der Shop, dem Shop gebe ich schon Love It. Geh nochmal bitte zurück in den Shop. Ja, natürlich, sehr gerne. Und da muss ich echt sagen, guck mal, das ist hier am besten. No, oh Gott. Ja, mach den Kram da mal weg. Ja, Schrittwechsel ist auf jeden Fall geil. Geh nochmal raus da. Ja, so, Fraktalpunkt ist geil. Fraktalpunkt ist geil. Haben wir den überhaupt gezeigt? Fraktalpunkt haben wir noch gar nicht gezeigt. Ja, oder? Nee. Nee, haben wir gar nicht gezeigt. Geh mal auf Modellwechsel mal kurz. Ja. So haben wir nämlich gar nicht gezeigt. Mac. Ja. Hoffentlich ist der bald weg. Ja, dann. So, also wieder zurück. Und ja, für mich ist es ein It's meh. Ja. Aber für dich ist es ein Love It. Ja, wir einigen uns auf ein It's Meh. Ehrlich? Aber der Fractal Zero kriegt trotzdem. Nee, wir einigen uns auf ein Love It. Der Fractal Zero, wie viel bekommt er von dir? 9 von 10 von mir. Ja, von mir kriegt Fractal ja auch 9 von 10. Eine Note von 4,73 von 5 bei 11 Votes, und ist am 7. August 2019 ein Schock gewesen. Dann zog man 19 Reminders. Von mir kriegt der Shop ein Love It. Okay, dann schließe ich mich dir an. Besser schon mal, dass wir gerne. Dann noch mal ein bisschen. Haut rein und tschüss.